Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fable 2. Ich starte hier mal wieder im Pausenmenü, weil wir mitten in einem Kampf sind, beziehungsweise in der letzten Folge sind wir am Folgenende in einen Kampf geraten und ja, das sehen wir natürlich jetzt. Geht's weiter. Also, zack, 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 zack. Und au! Oh, das sind wieder diese hartnäckigen Biester hier, ey. Oh. Ah, verdammt. Viel zu viele. So. Ah, und wir können wieder aufsteigen. Sehr schön. Schauen wir auch gleich mal nach. Aber natürlich nicht in Stärke. In Können aber. Ich hätte ja gerne noch was hier in Schnelligkeit. Oder Präzision. Oder vielleicht doch in Willenskraft hier, in Schock oder Inferno. Machen wir mal da einen drauf. Da einen drauf. Da nicht. Da auch nicht. Ja, gut. Das war's dann auch. So. Ah, oh mein Gott, Alter, was ist das denn? Krass. Krass, 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 krass. So, komm her. Da war doch noch ein Erfahrungs... Nee, oder doch nicht. Ja, gut. Dann hauen wir uns einen Heiltrank rein. Was sollen wir hier machen? Was? Ich soll die kaufen? Ich habe keine 24.000. Doch, habe ich. Nee, habe ich nicht. 244.000. Ich kann das nicht kaufen. Was? Traut ihr euch einmal nach. Soll ich da drin? Ich will das nicht kaufen. Ihr spinnt ja wohl. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal nicht speichern, sondern ein bisschen Hauptquest weiter. So. Muss ja auch mal sein. So. Und was passiert jetzt? Gar nichts. Ich dachte, jetzt kommt ein Haufen hohler Männer. Aber anscheinend doch nicht. So. Ah. Jetzt können wir hier oben rein. Zack. Das dunkle Siegel oder sowas war das, glaube ich.
So, Inhalt wird gespeichert. So, Schattenhof. Mein Hund hat Schiss. Ich auch. Naja, nee. Nicht wirklich. Irgendjemand heult hier übel. Diese Tür muss von der anderen Seite geöffnet werden. Wer weint denn hier so jämmerlich? Ah, da können wir rein. Und finden eine Truhe. Mit? So einen komischen Donner irgendwas trank. Ah. Zack. Haben wir mal so eben einen Geist zerhackt. Gibt's hier noch was? Ein Gargoyle. Da, ich sehe ihn schon. Ne, doch nicht, das ist ein Spinnenweben. Ich dachte schon. So, hier haben wir wieder einen Schatz. Oh, 500 Gold. So, ist der Gargoyle hier? Ne, dann hätten wir ihn schon wieder gehört. Schätze ich mal. Vielleicht auch einen Raum weiter. Aber ja. Können wir das irgendwie ausmachen? Au! Voll erschrocken. So. Ah, fuck. Ah, nein, das klappt gar nicht. Ich renne einfach durch. So, Gargoyle. Huh, falscher Knopf. Da ist er. Huh. Ha. Geht doch. So, und was befindet sich in der Truhe? Wieder so ein Donnersstärketrank. Okay, was ist das da? Ist das ein Grafikfehler oder kann man da durch? Na, das ist ein gewolltes Loch, so wie es aussieht. Oh, die heult aber ganz schön übel. Oh. Oh, jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger hier.
Aua. Zack, 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 geht ja doch. So, ich wollte gern da durch. Und hier haben wir wieder einen Silberschlüssel. Auch schön. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Guck ich mal schnell. Waffen? Ne, nicht Waffen, Quatsch. Kleidung, bla, Fertigkeiten. Gegenstände. Dann was Verschiedenes. So, wir haben 22 schon. Immerhin. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist für unser Level. Okay, da geht's runter. Zack. Und sie weint bitterlich. Ist hier noch was? Nein. So, da unten ist was. Ey, du, warum weinst du so? Bitte, helft mir! Ich habe mit ein paar Freunden in diesem alten Buch gelesen, das wir gefunden haben. All die seltsamen Worte. Dann gab es ein helles Licht und ich bin hier erwacht. Wo Ach, deswegen. Hier? Ich fürchte mich, ich will nach Hause. Ja, ist kein Ding. Komm mit. Oh, was? Oh, oh. Das dunkle Siegel. Aber es sind zwei. Nur einer ist nötig. Einer tauscht seine Jugend und Schönheit, damit der König der Diebe die seine behält. Diese Abmachung erkennen wir an. Die Regeln sind bindend. Wir nehmen die Person mit dem Zeichen. Ihr müsst wählen. Schnell. Was? Bitte, ich will zu meinen Eltern zurück. Was? Könnt ihr was? Könnt ihr dauerhaft... Ich will aber nicht altern. Aber ich will das Mädchen auch nicht opfern. Oder sind wir mal böse? Ich weiß es nicht. Ach komm, sind wir mal böse. Wir geben es dem Mädchen. Hier, nimm mal. Was? Nein, das könnt ihr nicht tun. Bitte. Nicht. Bitte. Oder doch nicht? Ach komm. Wir sind gut, wir sind zu gut einfach dafür. Vielleicht gibt's ja einen Trank, mit dem wir uns wieder ein bisschen verjüngen können. Ja, komm. Ist gut, nimmt meine Jugend. Was passiert denn jetzt? Hat
den Handel wieder erfüllt. Aber wenn die Opfergaben aufhören, holen wir ihn. Das weiß er. Du bist sehr selbstlos. Du hast dich für das Wohl eines Fremden geopfert. Jetzt muss Reaver seinen Teil eurer Abmachung erfüllen. Boah, wie sehen wir denn jetzt aus? Wir haben immer noch keine Haare, sehe ich gerade. Und einen kleinen Bauch haben wir auch schon wieder. Aber wir sind doch gar nicht so hässlich, oder? So, wir haben doch Tränke. Das sind alles Erfahrungstränke, sehe ich gerade. Die benutze ich jetzt mal einfach alle. Aber es stockt gerade übel. Warum stockt das so? Hallo? Jetzt geht's wieder. So, aber erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Euer Migidi. Macht's gut. Ciao.